Einen schönen guten Morgen. Es ist kurz vor 5 in Dortmund. Mein Name ist Marc Leske und ich begebe mich heute auf den Weg für 10 Tage in die USA. Dort werden wir mit mehreren Achtern und Vierern sowohl aus dem Frauen- als auch aus dem Männerbereich an den Start gehen. Mehr erfahrt ihr später. Drop. Der A380 steht bereit in New York. Wir kommen. So, wir sind in den USA angekommen. JFK hieß Zielflughafen, sprich New York. Und sehr schön. Auch die Steuerleute kommen mal ins Arbeiten hier. Ah ja, komm. Wie man sieht, immer einfach zu erkennen, was deine Tasche ist. Die sind nämlich alle gleich. Finest of things, I'm trying to be the highness of bling, the finest of king, at mining on the top of my game, and mind you, I ain't stopping for lanes. Erster Stopp hier in den USA ist für uns New Haven. New Haven, wem es sagt, ist da, wo die Yale University ist. Wir werden jetzt eine Woche hier an der Yale University mit den gegen die Yale-Leute trainieren. Men on a mission with the scriptures, shouting down another piece to live them with. The differences I've been tripping since I got into this, my vintage is so far back, it ain't no witnesses, and this isn't for bragging rights, cause you can have the hype, I hope you get one step closer to my satellite and magnet it. Just to say you hung with the savages, you batted this. Guter Training ist durch für heute. Wir gucken uns mal die Yale-Uni an. Das ist übrigens die Gym von Yale. Kein Uni-Gebäude, ein reines Gebäude zum Sport machen. So, wir sind jetzt am Start hier. Hier geht es dann morgen los. Ich zeige euch das Ganze mal. Da drüben ist der Start und alle 10 Sekunden geht hier ein Achter los. Die reihen sich hier alle auf und dann geht es über 4,8 Kilometer, 3 Meilen. Und auch das gehört zum Rudern. Alles wird ganz genau eingestellt. Wo waren wir jetzt damals? Dortmund. Wir hatten eine sehr, sehr geile Zeit in den USA. Erste Woche Yale, wo wir auch trainiert haben. Dann ist das abschließende Wochenende in Boston, der geilen, geilen Regatta. Jetzt muss ich noch über das Jetlag überleben irgendwie und dann geht es ganz normal mit dem Training und Uni weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss.